Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Luzis High Life mit mir, eurem Luzi. Heute geht es um das teuerste Buch der Welt. Und da befinden wir uns bei dem Codex Leicester. So, was ist das eigentlich für ein Buch? Schauen wir mal. Dieses Buch ist eine gebundene Sammlung von Blättern mit wissenschaftlichen Schriften, Notizen, Skizzen und Zeichnungen. Soweit, so gut. Aber diese sind von, haltet euch fest, Leonardo da Vinci. Auktionär betrachtet liegt der Wert, der Kaufwert, bei 30,8 Millionen US-Dollar für das Manuskript. Und damit ist es das teuerste Buch aller Zeiten. Wenn ihr jetzt auch noch gerne wissen wollt, wann das Buch geschrieben wurde, was insgesamt 18 Blätter enthält, also so ein dicker Schinken ist es jetzt nicht, da muss ich euch leider enttäuschen, denn das ist nicht überliefert. Dieser Kodex ist nämlich erst öffentlich geworden nach Leonardos Tod. So, das war's mal wieder von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt wieder was dazugelernt. Wenn dem so war, liken und abonnieren, falls noch nicht getan. Und ja, dann freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen, ihr kleinen Buchschlawiner.